Ja, das ist Damage, ne? Wie viel muss man in der Master-Promo gewinnen, um aufzusteigen? Du musst zwei Games musst du gewinnen. Auf Mitte hast du doch auch eine Master-Promo verloren, oder nicht? Nee, auf Mitte habe ich 7 oder 8 Diamond-Promos verloren. Die Brüste wurden immer größer. But really? Er hat actually recht. Die Prioritäten. Ich weiß bei der Hälfte von diesem. Wer ist das denn? Wer Champ? Ist das Katharina oder wer ist das? Und da ist der Thronesaal. Sehr schön. Und dann, aber jetzt müssen wir Master-Promo spielen. Das war auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Das ist schon cool. Also Skins können sie, ne? Da muss man nichts sagen. Wenn jetzt noch der Client funktionieren würde, das wäre schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Okay, der Zugkiller. Bitte sag mir nicht, dass das Nemesis auf dem Smurf ist, der Zugkiller. Bitte sag mir, dass das nicht Nemesis auf dem Smurf ist. Der Name würde genau passen. Warte, schauen wir mal. Nemesis. Sieht nicht so aus, als wäre das ein zugeordneter Account, ha? Warum den Client machen, wenn man auch Skins... Ja, also gut, ne? Das sind schöne Skins. Und das ist ein schönes Cinema. Also, das Team, das da dahinter steckt, ist schon sehr, 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 sehr gut. Muss man sagen. So, wir spielen gegen Mirko auf der Botlane. Wir haben eine Caitlyn Lux Lane gedraftet hier. Das könnte aber Perk sein. Ja, aber Perks in Solo Queue, den habe ich gerne im Gegnerteam. Das ist genau wie Baus in Solo Queue, aber nur on-stream Baus. Jetzt ist Master Promo Time, Leute. Please. Please, lasst uns diese Woche perfekt abschließen. Danach dürfen wir auch Dings spielen. Danach dürfen wir auch endlich die schönste aller Rollen spielen. Mitte. Man, eigentlich sollte Sivir sehr schwach sein gegen unsere Lane, würde ich jetzt mal tippen. Shit. Alter. Ich krieg ja eine Disc nach der anderen hier ins Gesicht. Okay. Danke für den Heal, Bro. So, wenn sie die Kombo trifft, wäre der Tod gewesen sogar. Wir haben ein bisschen viele von den Boomerangs allerdings. Wir können E auf sie werfen und dann ihr Schild abwarten probieren. Genau so hier, ne? Sie läuft rein. Wir geben ihr aber nicht den hier. Ups, wahrscheinlich Basen hier, ne? Wir haben eigentlich gute Pressure, aber ich habe ein bisschen zu viel Po genommen selber. Gott. Ich habe ein ganz mieses Grundgefühl hier bei meiner Caitlyn, ey. Ich habe hier ein ganz mieses Grundgefühl, Leute. Mit dem hinteren Buschbesen, da können wir jetzt aber nichts gegen machen hier. So, dann lass uns Boots plus... Gehe ich hier Dark Seal? Ja, ne, bestimmt. Lass uns das so spielen, haben wir bestimmt mehr Poké-D. Dann wird's noch wieder los hier. Wave unten steht Exquisite für uns. Ich weiß nicht, was der da machen möchte, der Kollege, weil die Wave steht eh schon gut. Also wir haben ein großes Problem mit der Top-Lane hier. Wir haben Bot-Lane sehr viel Pressure. Wir sind 2 Waves ahead auf die Gegner schon. Und haben schon einen Kill. Was passiert hier? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Like, what the f*** ist das da oben? Was ist das? Ist das Game einfach schon verloren auf der Top-Lane oder was haben wir hier? Was machen die denn? Nächster Halt wird wahrscheinlich direkt Lost Chapter, ne? Ist halt ein gefeedeter Triller mehr. Unser Gnar kann gar nicht mehr oben lanen, so wie es aussieht. Das heißt, der farmt jetzt halt irgendwie Camps. Ich glaube, ich share hier rein, ne? Wir wollen stark sein in dem Game. Und wahrscheinlich Drake Sticken probieren. Können wir das schaffen, Leute? Was passiert denn da auf unserer oberen Linie? Scheiße. Trinamir ist auch so eklig. Aber wir haben zum Glück Gragas für Trinamir. Gragas ist sehr, sehr gut gegen den. Das Problem ist halt, wer Sidelane spielen kann. Und für mich ist Trinamir natürlich ein ziemlicher Albtraum. Ne.
Wie ich jedes Mal mit einem Auto-Attack den Last Hit bekomme. Hätte ich mal Majays gekauft. Ich hab's mir überlegt, ja kurz. Wir lassen ihr kurz hier eine Platte. Und dann gehen wir vor. Ah, oh, du Idiot. Schade, Mann. Das ist sehr, sehr bitter für uns. Das ist sehr, 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 sehr bitter für uns, ey. Der ist schon wieder solo-killed worden oben. Sein Hass-Champion. Kassa den, ja. Was? Ich dachte da oben, ey. Holy shit. Leute, wie sollen wir denn das gewinnen, Mann? Was ist denn das hier? Wie sollen wir denn das gewinnen? Ach, Mann, ey. Das ist ja so schwer. Was passiert denn da oben? Please. Guter alter Illy. Wait. War das nicht einer aus der Mafia? Wait, war das nicht irgendwie dieser Toplaner aus der Mafia? Dieser, wie hieß der? Sun irgendwas. Ja, es kann gegen Trinder, ist halt ein sehr ekliger Champion, der sehr hat Snowball. Das kann schon mal passieren, ehrlicherweise. Oh, was ein Kombo. Na gut, da können wir erstmal aufpushen. Das große Problem ist halt, wenn der Trinder jetzt dazu kommt. Der hat zum Glück Kraken. Ich glaube, Kraken ist besser für uns, weil wir dann einen leichter kiten können, oder? Hat nur den Schild nehmen und dann für Drake schauen, wenn es geht. Das hier. Trinder ist unten am Pushen. Sehr gut. Wenn du auf einer Vori machst, hat das doch keinen Unterschied. Doch, das macht schon einen Unterschied. Tatsächlich macht das sogar einen großen Unterschied. Weil wenn du, Gale Force hast auf Trinder mehr, dann ist es tatsächlich egal, ob du, wenn er auf dich eht, kannst du nicht flashen. Weil er einfach dann immer noch in Range ist und dich hitten kann und den E-Reset bekommt. Aber... Und das ist das große Aber. Wenn er Kraken-Slayer spielt, dann kannst du instant flashen, wenn er auf dich drauf geht, mit seinem E. Weil dann sein E auf Cooldown ist und dann kann er dich nur killen, wenn er auch flashert. Weil er braucht 2 Crits nach seinem Schwingen, damit er sein E wieder bekommt. Also das macht einen großen, großen Unterschied tatsächlich, ob der gegen eine Triple-Ranged Backline oder sogar 4, je nachdem wie ihr Gnar halt werten möchtet, keine Gale Force hat, weil er die 2 Hits braucht. Dann ist ja keine Gale Force, einfach nur bad. Ja gut, jetzt, also das ist natürlich ein super gutes Trinder-ODP, der komplett am Smurfen ist. Vielleicht braucht er das für die Sidelane, das Item. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist das verpflichtend auf der Sideline. Oh, das ist echt schade, dass meine Support-Caitlyn aktuell so schwach ist. Sollte eigentlich schon ein paar mehr Items haben, ne? Ja, mit dir ist jeder Samstag ein wundervoller... Oh, Twitch-Chat, sorgt ihr mir! Wie seid ihr denn zu mir? Alten Charmeure hier im Chat, ey. Okay. Go, Johnny, go. Ja, actually kann keiner von denen oben sein, ne? Nein. Der hatte Package gerade genommen, das habe ich gar nicht gecheckt. So langsam. Vorsichtig, der drin kann da sein. Irgendwo da man ist drin. Wie kommt es, dass du auf deinem Main Master bist? Der ist die Kate praktisch. Der war Challenger 1000, was weiß ich, LP. Platz irgendwie 60 von Europa oder so. Aber ich habe den jetzt decayen lassen. Bin jetzt decayen lassen und will mich auf das Projekt konzentrieren hier. Weil die MMR bleibt eh gleich und ich kann den danach dann sowieso wieder hochspielen. Ja, das ist Damage, ne?
Wir pushen Mitte rein. Wir sind gerade alle oben. Das ist nicht so ganz effizient. Wieso werden Mitglieder von NNO für Nestle? Du meinst das Volvic-Partnership von... Also Volvic ist nicht Nestle, ne? Nur fürs Verständnis. Du meinst wahrscheinlich das Sponsoring, das Kani und Agorin, glaube ich, haben? Kani und Agorin, glaube ich? Das hat mit Nestle hat das nichts zu tun. Was nur bedingt besser ist, ja, also das ist halt. Ich glaube, allgemein Wasserfirmen sind allgemein immer schwierig, ne? Aber vielleicht täusche ich mich da, aber ich glaube, das ist allgemein immer relativ schwierig. Dann kannst du gar nichts mehr annehmen. Ja, das ist halt das andere Problem. Also, ich meine, es ist auf jeden Fall, also viele Leute glauben, dass Volvic Nestle ist, aber Volvic ist kein Nestle. Und ich, das ist halt, also im Lebensmittelsektor bist du, glaube ich, sehr eingeschränkt, was du noch nehmen kannst. Wenn du dich an alles moralisch halten möchtest, weil das halt wirklich sehr, sehr kompliziertes Feld ist und weil es halt sehr viele unethische Haltungen geben muss, um so viele Menschen preiswert zu versorgen, wie es auf unserer Welt gibt. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Das ist halt ist wirklich ein sehr schweres Thema immer, mit den ganzen Sponsorings, weil diese ganzen Großunternehmen halt alle in irgendeiner Art und Weise Dreck am Stecken haben. Schau mal, ich spiele ein Spiel, das Tencent gehört. Ich spiele ein Spiel, das Tencent gehört, auf einer Seite, die Amazon gehört. Das war leider, jetzt habe ich nicht aufgepasst, bin gestorben. Das ist ein ganz, ganz bitterer Tod. Also du kannst, glaube ich, aktuell, wenn du mit Gaming Geld verdienen möchtest oder in dieser Influencer-Welt, ich glaube halt, du kannst nicht einen 100% moralischen Kompass haben. Das ist, wisst ihr, das ist nicht möglich. Glaube ich. Bei dieser ganzen Volvic-Sache, das ist halt, also, dass Leute sich so wenig informieren, um nicht mal rauszufinden, dass es Danone ist und nicht Nestle und das immer gleich diesen Nestle-Topf aufmachen. Wobei ich natürlich auch weiß, dass Volvic und Danone sich einiges zu Schaden kommen haben lassen. Gerade, ich glaube, in Frankreich, wenn es ums Grundwasser geht, da gibt es ganz schlimme Berichte. Das weiß ich schon, ja. Aber wenn man irgendwie Geld, du kannst nicht nirgends anecken, finde ich. Das ist das Problem. Klar geht das, ist nur nicht so einfach. Okay, wie willst du es machen? Du darfst nicht auf Twitch streamen, nicht auf YouTube, nicht auf Facebook, nicht auf Kick. Okay, wie machen wir's? Wo kriegen wir das Geld her? Du darfst keine Spiele spielen, wo die chinesische Regierung mit dabei ist und keine von den Makrounternehmen. Das heißt, du kannst nur ein Spiel, das praktisch von irgendeinem Indie-Studio ist und du hast keine Plattform, auf der du streamen darfst. Du kannst eine eigene Website aufmachen, aber du darfst sie auch nicht bewerben im Internet offensichtlich, ne? Ja klar. PC ist die PC-Border. Ja, das stimmt. Halt, also wie erstmal müssen wir über deinen PC reden. Du musst erstmal in Handarbeit. Oh, der läuft in die. Oh, schade, war zu schnell. Ja. Heul doch. Das ist halt also sehr schwierig. Oder seht ihr das anders? Man sollte, natürlich hat man einen moralischen Kompass, natürlich hat man Sachen, die man ablehnt, ne? Die hat jeder von uns. Ne. Jetzt sterbe ich auch noch. Nice, sehr wichtig. Die werden den Nash aber kriegen. Der Trinder zerstört den leider. Wir müssen dringend zusammenkommen jetzt. Der ist wirklich geradeaus da reingelaufen, das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, ich hätte ihn da so easy killen können. Sollte Game sein hier. Nice. GG Red. Let's go. Schön, 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 schön. Alright. Oh. Okay, Master Promo, erster Win, Leute. Noch einen Win und wir sind frei. Noch einen Win und wir sind frei. Please, 3-0. Please do it. Sei nicht auf das Wasserthema bezogen. Allgemein, dass Leute von dir verlangen, dass du dich für alles rechtfertigst. Ich glaube aktuell, also das war ja nur, die wollten ja nur, dass ich meine Kollegen in Schutz nehme. Ne? Das ist ja die Mission gewesen hier. Zack, zack, zack. Letzten Yumi auf Gacka. Wir honoren hier den guten alten Bibitech, die alte Legende, mit seiner Caitlyn. Wir waren eine exquisite Botlane. Und wir könnten es jetzt schaffen, Leute, mit diesem nächsten Game. Ist es vielleicht denkbar? Welcher Champion wird uns zum Sieg führen? Wir hatten most damage im Game. Ja. Sehr schön, sehr schön. Talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out.